Bella. Verstehe. Sag mal, ist das Ergebnis von einem DNA-Test eigentlich schon da? Noch nicht. Aber irgendwie... Bist du dir trotzdem absolut sicher, dass sie deine Halbschwester ist? Ich weiß. Selbst wenn sich noch rausstellen sollte, das nicht. Ich bin echt froh, dass ich sie kennengelernt habe. Sie ist schon in Ordnung. Auch wenn sie überall ihre Sachen rumliegen lässt. Vielleicht hat sie ja Bock, in Düsseldorf zu bleiben. Ich finde, sie wird echt gut in die WG passen, oder? Was ist? Ach, wenn Andi aus dem Urlaub wieder da ist, ich wette, er macht sich direkt an sie ran. Kann man das nicht nennen. Zum Glück. Das ist Andi, einer meiner besten Freunde. Bella, meine Halbschwester. Wahrscheinlich. Mist. Na super. Durch eure Boxeinlage ist die Schnittwunde wieder aufgerissen. Selber schuld, wenn du gleich drauf losprügelst. Hallo, du hast vielleicht auch zugeschlagen? Ich habe mich nur verteidigt. Du drehst dir die Wahrheit aber auch immer wieder so. Leute! Ich weiß ja nicht, was bei euch gelaufen ist, aber könnt ihr euch jetzt bitte mal wieder beruhigen? Hm? Okay, eine zweite Chance hat ja jeder verdient. Oh, wie gnädig. Andi. Und außerdem glaube ich, ihr solltet besser ins Krankenhaus. Da kann Daniel mal auf eure Hände schauen. Wie? Gemeinsam? Mit dem Finger kann ich nicht fahren. Ja, ich würde euch ja gerne fahren, aber ich habe schon eine Flasche Bier getrunken. Ja, dann fahre ich halt. Mit meinem Wagen kennt sich aber nicht jeder aus. Ich bin ja auch nicht jeder. Dein Finger ist doch noch mehr kaputt als meiner. Ja, aber ich kann mit meinem kaputten Finger noch einiges. Billard spielen, Auto fahren. Weißt du, was du mit deinem Finger noch kannst? Ein Taxi rufen. Mit meinem Wagen fährst du nämlich nicht. Kaffee? Bitte. Wie war's im Krankenhaus? Frag nicht. Wo kommst du jetzt her? Frag nicht. Bitte schön. Wie kommst du eigentlich darauf, dass dieser Idiot und ich, dass wir uns irgendwie verstehen? Was soll denn das heißen? Wir haben einiges gemeinsam. Naja, ihr seid beides Handwerker, mögt beide Autos, tragt Lederjacken. Und schnell mal zu. Ha, ha. Bella ist doch cool. Die Frau ist die Pest. Der Typ ist die Pest. Echt. Von wegen gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, ich glaube ja auch, ich bin mehr so der Typ, Gegensätze ziehen sich an. Ja, stimmt. Du warst ja auch mit Helena zusammen. Adelig. Hat einen Doktortitel.